hatte leider kein Geld mehr für einen Gitarrengurt. Dieser sehr, sehr schöne Gitarrengurt wurde mir geschenkt von dem Mann zu meiner Linken, Draschen Schallatz. Allein dafür bitte schon mal einen Applaus. Das war im ersten Augenblick, dachte ich, sehr selbstlos von ihm, aber er hat mich dann aufmerksam gemacht. Er hat ein kleines Geschäft auf der Seite, nämlich hat er ein Ferienhaus in der Uckermark und hat da hinterm Haus eine kleine Streuobstwiese. Und da geht er an seinen freien Tagen sehr früh morgens raus, pflückt Blumen vom Felde und presst die dann zwischen so Atlanten, wie man das früher gelernt hat. Und dann näht er die auf Gitarrengurte. So sieht das dann aus. Und erst vor kurzem hat er bemerkt, dass es bei dieser Geschichte ein Abfallprodukt gibt, nämlich Blütenhonig. Da hat er kurzerhand entschlossen, er macht da auch noch einen Verkauf. Ihr könnt ihn mal im Internet besuchen, da gibt es eine Seite draschenshoney.com. Da gibt es die Hand abgefüllt und handverlesen. Und auch später, nach dem Konzert, gibt es hier vorne, da wo der Hund auf dem Bild ist, das ist auch Draschens Hund übrigens, er hat auch nur eine Kosmetiklinie. Da gibt es einen Merchandising-Stand und da gibt es auch Draschens Honig. Da kommt einfach mal hin und fragt. Das ist aber so, die Ware ist so heiß, die geht nur unter der Ladentheke weg. Yeah.
gesagt, auch Kosmetik für Hunde ist ganz neu.